In Krogaspe, so Bürgermeister Nils Höfer, erwachsen aus Corona-Krise und angemahnter sozialer Distanz keine depressiven Verkriechszeiten, sondern kreative Ideen. So war es denn auch bei der diesjährigen Aktion Sauberes Dorf oder, wie man über Land schlicht sagt, beim Schiedsammeln. Ursprünglich geplant für den 30. März um 18 Uhr, dann aber wegen Corona abgesagt, rief Bürgermeister Nils Höfer trotzdem seine Mitbürger auf, raus aus der Bude und auf geht's zum Schiedsammeln. Bewaffnet euch bitte mit Handschuhen und Müllsäcken und geht ausnahmsweise mal nach einem Plan des Bürgermeisters spazieren. So ein Plan, ursprünglich eine Idee des langjährigen Gemeindevertreters Gerhard Möbius, sorgte nämlich dafür, dass sich keine der spazierengehenden Müllsammler unterwegs über den Weg liefen. So war der vorgeschriebene Corona-Abstand stets gewährleistet. Nach 4 Tagen schiedsammelnderweise spazieren gehen, war es geschafft. Die Beteiligung aus dem Dorf war so überwältigend, dass alle Wege in und um das Dorf herum von den Bürgerinnen und Bürgern abgelaufen und der Müll von den helfenden Händen aufgesammelt und entsorgt war, freute sich der Bürgermeister, der mit seiner Frau Astrid als gutes Beispiel vorausging und kräftig mitsammelte.